So, Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part. Und zwar machen wir uns jetzt auf den Weg nach Fuxane City über den Fahrradweg. Denn auf die Route, auf die wir kommen, Freunde, das war damals der Fahrradweg. Und auf diesem Fahrradweg... Oh, da ist ein Professor. Moment, Freunde. Pokémon-Weg. Oh, stopp. Haben die das jetzt auch umbenannt? Hallo, ich bin jetzt Professor Eis Assistent, bla bla. Ich soll Professor Hyperwelle überreichen, wenn du Pokédex mindestens 40 Schaden hast. Okay, gucken wir mal. Schau mal, werf einen Blick drauf, ich weiß es nicht. Und, was sagst du? Alles gut? Yeah! Nice! Ja, mit den Hyperbällen. 30 Stück, sehr schön. Genau. Jedenfalls... Dankeschön. Jedenfalls, Freunde, auf dem Fahrradweg. Damals war es Pflicht! Pflicht! Ein Fahrrad zu benutzen für diesen Fahrradweg. Ohne Fahrrad durftest du da nicht rein. Da haben dich die Wächter da zurückgezogen. Es sei denn, es gab, glaube ich, irgendeinen Trick, wo man dann trotzdem ein Fahrrad bekommen hat, von den Ausgeliehen. Ob so oder so, wir brauchen ein Fahrrad. Ihr merkt schon, ich habe auf jeden Fall schon meine Fahrradjacke an. Wir brauchen noch auf jeden Fall einen Helm. Safety first, Freunde, auf dem Fahrrad. Macht dir auf jeden Fall keinen Spaß und zieht euer Helm auf. Und dann haben wir noch auf jeden Fall die Fahrradbrille. Die darf auch nicht fehlen, Freunde. Und jetzt bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Ich will auf jeden Fall jetzt Fahrrad fahren. Ich will Fahrrad fahren, auf dem Fahrradweg. Bin bereit. Idee? Kein Fahrrad? Mein junger Mann, hier herrschte Fahrradpflicht! Fahrradpflicht war hier damals! In den 90ern war hier Fahrradpflicht! Was soll denn der Käse? So viel dazu! Das kann's ja nicht sein! Es herrschte Fahrradpflicht, Freunde! Fahrradpflicht! Ich fand diesen Weg einfach nur richtig geil, weil es halt der Fahrradweg war, ne? Mit dem Fahrrad konntest du richtig geil runtercruisen, richtig Highspeed. Das haben wir einfach weggemacht. Ist jetzt, wie die Zeit, das da drin gesagt haben, Pokémon-Weg. Ist jetzt ein Pokémon-Weg. GG! Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ja, okay, wir haben kein Fahrrad bekommen an sich. In Let's Go. Haben wir ja gesehen in Azura City, dass wir kein Fahrrad bekommen. Aber ich finde es da trotzdem schade so. Fahrradweg, ich fand, das hatte was. Es war ein Teil dieser Route hier, sag ich mal. Jetzt fehlt da so ein Fahrrad. Ja. Finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Hab mich schon bereit gemacht mit meinem Helm, meine Brille und alles. Was soll's. Müssen wir ihn nehmen. Anyway, Freunde. Ob so oder so, wir sind jetzt auf dem Pokémon-Weg, um es richtig zu sagen. Route 16, bla bla. Genau. Und hier auf dem Pokémon-Weg erhoffen wir uns natürlich dann, wie es der Name sagt, hoffentlich viele Pokémon. Hahaha, ha, ha. Ja, aber guck mal. So, du willst schon kämpfen, let's go. Nee, nichts da. Schmei-Pokémon. Irek! Oh, jetzt. Willkommen, Schulden aus. Anton. Oh, gut, Text haben wir. Oh. Ah, Moment mal. Ich war meine Pokémon healen, glaube ich. Das machen wir aber auf jeden Fall nicht. Wir bringen mal Visaflor rein, let's go. Und genau. Also wir sind kurz davor, auch Glutex zu entwickeln. Wird auf jeden Fall cool. Und Shillock auch. Darauf freue ich mich auf jeden Fall in dieser Episode, Freunde. Ansonsten wollen wir auf jeden Fall heil in Fuxane City ankommen. Wir schauen mal, was jetzt im Pokémon-Weg abgeht. Und ja, Frage natürlich, was ist aus dem Fahrradweg passiert? Naja, ist jetzt Pokémon-Weg. Müssen wir halt hinnehmen, was soll's. Ich habe das quasi noch einfach nur. Wollte jetzt einfach nur ein bisschen dramatisch rüberbringen. Aber ja. Wie gesagt, ich finde, das hatte schon. Das war Teil dieser Route, fand ich. Finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's. Dennoch, ja, bin ich trotzdem gespannt. Was gibt's hier auf dem Pokémon-Weg jetzt, ne? Ja. Hoffentlich also die Felder, die. Rechts auf dem Fahrradweg waren immer so ein langer Weg. Nicht langer Weg, ein langes Feld mit Pokémon, wilden Pokémon. Ich hoffe, das haben die beibehalten. Da hat jemand ein Level-Up bekommen, habe ich es nicht gesehen. Wer war das aber? Ich habe nicht drauf geachtet. Naja. Bisaflo. By the way, jemand von euch hat mir ein Lifehack, Pokémon Lifehack gesagt in den Kommentaren letzten Parts. Nämlich, wir haben jetzt quasi die virtuelle Pokémon-Box mit uns. Was heißt virtuelle? Sondern wir haben Pokémon-Box legit in der Tasche. In der Tasche. Ich habe immer Tränke benutzt, um so mein Pokémon zu heilen. Er hat gesagt, ey, Osaru, du kannst einfach dein Pokémon in die Box tun und wieder in dein Team tun. Da sind die geheilt.
BD, the Lifehacks, the Lifehacks. Und ihr habt auch gesagt, dass man den Handheld-Modus mit dem Analog-Stick fangen kann. Perfekt, danke, das wusste ich nicht. Aber ich kann das halt legit selber nicht, ich kann so nicht spielen. Weil, sonst könnte ich, ich kann so nicht aufnehmen dann. Dann müsste ich quasi Handheld rausziehen und dann kann ich die Game Capture nicht verbinden mit der Switch. Ist aber nicht schlimm, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen. Denn ich habe gesagt, was ist dann, wenn man im Bett liegt, auf einmal fangen will, wenn man das Ding auspacken und Pokémon fangen? BD. Ja, ich bin auch überrascht. Aber nee, anscheinend, ich habe es noch nicht getestet, aber ich glaube euch auf jeden Fall mit Analogstick. Diejenigen, die das gefragt haben, mit dem Analogstick geht das dann. Nice. Also es ist im Handheld-Modus. Wenn ich es nicht verstanden habe. Hey, Aquana. Aquana. Du, ich will kämpfen. Genau, es ist ein Pokémon-Kampf. Bitte ergehen Sie sich. Warte mal. Wenn sie jetzt sich Aquana im Kampf einsetzt, dann ist es ein bisschen komisch. Okay, ich dachte schon, überleg mal. Aquana steht einfach da nebenbei, aber wird nicht eingesetzt. Wer weiß, wer weiß. Naja. Let's go, wir nehmen mal hier. Lisa. Fuchsana City, bin ich echt gespannt, Freunde, weil da ist ja das neue Pokémon Go Park. Pokémon Go Park. Pokémon Go Park. Soll ich meine Pokémon aus Pokémon Go übertragen? Welche habe ich denn da? Am Anfang habe ich richtig gut Pokémon Go gespielt, Freunde. Dann ging mir überall der Speicher aus, hat keinen Platz mehr, gar nichts. Hat draußen mich so gut funktioniert wegen meinem Handy. Aber ich habe so lange gespielt, bis ich auf jeden Fall Glutexo hatte. Glurak, sorry, Glurak. Jetzt bin ich gespannt. Ich tue es einfach mal kurz installieren nebenbei. Pokémon Go. Sofern das mein Handy zulässt, auch nicht. Und dann, wenn wir zu Pokémon Go Park kommen, vielleicht testen wir das mal kurz. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja! Du denkst so nicht jetzt, Freunde. Ja! Let's go, let's go, let's go! Jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, siehst du, Pokémon Go kann nicht installiert werden, kein Speicher. Egal! Das erste Mal, als ich mein... Schau mal, ich erzähle euch was, wie es da war. Ich habe damals Pokémon Rot, war meine erste Edition. Oh, Glurak. Geil. Glurak ist mein Lieblings-Pokémon, by the way. Pokémon Rot war damals meine erste Edition. Und Pokémon Rot habe ich aber gerne zu Hause auf dem Nintendo gespielt. Damals gab es so ein Modul, da könnt ihr Gameboy-Spiele auf der Super Nintendo spielen. Guck mal, nur 1,53, keiner weiß. Kleiner als sonst nur Glurak. Und ein bisschen, ja, das ist Super Saiyan God Glurak, der ist dünn. Flügelschlag? Ja, ich hätte jetzt eigentlich auf Flammenwurf oder so gehofft, aber gut, wenn du Flügelschlag erlernen willst, warum nicht? Ich sage nicht nein dazu. Beziehungsweise... Machen wir Schaufler weg. Genau, dann habe ich auf Nintendo gespielt und mein Glumann hat sich zum allerersten Mal zu Glutexo entwickelt, Level 16, im Vertania-Wald. Das war für mich so atemberaubend. Zum allerersten Mal entwickelt sich mein Lieblings-Pokémon Glumann zu Glutexo. Im Film, im Anime habe ich es natürlich gesehen, aber so im Spiel selbst. Und Glurak, ich wusste natürlich nicht, ab welchem Level sie sich damals entwickeln. So habe ich es dann gemerkt. Und Glurak, mein allererstes Glurak, hat sich entwickelt. Da waren wir draußen vor der Tür, Freunde. Da haben die Kids in meiner Hood Fußball gespielt. Und ich bin mit meinem Gamer, ich gehe ins Tor, lass mich in Ruhe. Da war so ein Hügel. Also wir hatten kein richtiges Tor. Ich war auf dem Hügel und ich war quasi Torwart. Ich dachte mir, ja, mach was ihr wollt. Hab mich einfach hingesetzt. Oh lol, jetzt kämpfe gegen. Naja, hab mich einfach hingesetzt ins Tor. Meine Edition gespielt und die haben Fußball gespielt und haben sich beschwert, warum ich keinen Ball halte und so. Ich sage, ja komm, HDF, spiel einfach. Ich bin hier einfach als Torwart, imaginär. Spielt ihr eure Real-Life-Spiele. Zock Gameboy, auf einmal mein Glutexo Level 6 entwickelt sich. Ich schrei, oh, mein Glutexo entwickelt sich. Alle sind hergekommen, alle gucken auf mein Gameboy. Dann kam Glurak, das war das Geilste, das war so geil zum allerersten Mal an der Stelle. Also es war dann zum allerersten Mal, als ich mein Glutexo entwickelt hatte, zu meinem Glurak. Oh, jetzt tun mir aber Schillock keinen Gefallen. Aber jetzt probieren wir mal das mit Lifehack von dem Boy. Natürlich geht es nicht im Kampf, aber danach. Wollen wir Glurak testen direkt? Aber wir haben eine Schwäche gegen Glutexo. Wie heißt der? Blitzer. Egal, komm Glurak, zeig was du drauf hast. Mit deinem Feuerwirbel. Mit deinem Glut. Oh, wir werden auf die Schnauze bekommen. Wir haben nur Glut. Es ist so lächerlich. Hätte ich nicht machen sollen eigentlich. Glurak, das ist ein Härtetest jetzt. Gut so. Oh. GG, nicht so gut.
Au. Dem fehlt halt legit Feuer, Flammenwurf. Dem fehlt einfach Flammenwurf. Naja, kannst du gleich wieder raus. Das erste Mal hast du dich wenigstens zeigen können. Let's go, raus mit dir. Genau jetzt. Naja. Aber dem fehlt halt legit Flammenwurf, sag mal. Der hat das... Damals hat er es relativ spät erlernt. Ich glaube so 42, 44 oder so. Level 4, bla bla bla. Aber in einer bestimmten Edition hat er schon als Gutexo erlernt. Level 34 oder so. 30 plus irgendwie sowas. Naja, wurde jetzt quasi nicht so gemacht, warum auch immer. Blättertanz. Aber dafür, dass Bisaflor Blättertanz kann, ist auch umso geiler, finde ich. Bisa. Okay. Ja, wir werden hier wahrscheinlich noch auf einen Flamara auftreffen, Freunde. Sicherlich. Warte mal, kann man hier Evo nicht fangen? Weil wenn es hier schon die Entwicklung gibt als Trainer. Also wenn die Trainer schon Entwicklung haben. Vielleicht, vielleicht. Gucken wir mal. Melinda! So, jetzt gucken wir das mal mit dem Lifehack. Den, der es mir gesagt hat, Shoutout natürlich. Und zwar nehmt ihr quasi euer hier, war Pokémon Box und tut das Pokémon. Soll eigentlich funktionieren, weil es ist ja quasi jetzt die Box. Tun wir mal hier Tauboss-Sets in unser Team für Shillock. Dann sollte Shillock wieder geheat sein. Also tun wir Shillock wieder rein. So wie früher halt mit der Box, ne? Wie das mit der Box war. Aber wo ist Shillock, Leute? Wo ist Shillock? Ah, da. Ich habe voll Angst bei sowas. Kann man ihn nicht so Favorit setzen wie ein Dokkan? Und nee, das stimmt nicht. Wer hat mir das gesagt, ja? Das stimmt nicht. Oder? Da stand immer noch besiegt dran. Okay, da war nicht schon klug dabei. Ja, da hat es... Warte mal. Ha! Das stimmt nicht, mein Freund. Das stimmt nicht. Da waren die Entwickler schon klug. Da waren die Entwickler schon klug an der Stelle. Aber gut, jetzt wurden wir schlauer. Wir haben es auch getestet. Das war Mythbusters. Mythos wurde, zack, pulverisiert. Pulverisiert wurde der Mythos. Okay, da haben die schon gut mitgedacht, aber nicht ehrlich. Naja. Aber gut, nicht schlimm. Ja, wow, wir sind hier gerade legit erst rein und sind schon wieder am Verrecken. Ja. Oh, wie geil du aussieht, guck mal. Aber der ist paralysiert, ne? Ja. Yeah. Okay. Naja, whatever. Wo sind denn die Pokémon hier? Ah, siehst du Flamaras da? Hallo, ich will kämpfen. Sag mal deine Pokémon! Ja, komm jetzt hier. Sag ich dir gerne. Sag ich dir gerne. Cosima, oh mein Gott. Jetzt haben wir Shillock, nice. Tooltalk auf Tool. Wartet. Wir haben Glurak. Wenn wir Glurak aus dem Pokéball holen. Wenn wir Glurak aus dem Pokéball holen, eskaliert alles, Freunde. Wenn wir Glurak aus dem Pokéball holen, eskaliert alles. Schaut gleich her. Oh mein Gott, schaut her jetzt. Glurak holen wir jetzt erst aus dem Pokéball. Und dann, Freunde, genau das. Genau darauf hat Kid Osaru jahrelang gewartet, dass er auf Glurak fliegen kann. Was? Warum? Das ist so geil gemacht, Freunde. Schaut euch das mal an, wie groß Glurak ist. Und man fliegt. Man fliegt verdammt nochmal auf Glurak umher. Nicht von Stadt zu Stadt. Und ich will das gerade mit der Perspektive. Galoppa. Nee. Nein, okay, da muss ich extra runter immer, oder was? Das finde ich... Okay, das ist nicht so cool. Das ist nicht so cool. Aber ansonsten, dass man fliegt, ist geil. Ja, hallo, ich will runter. Galoppa einfach! Willis Galoppa, Chinzo! Aber habt ihr das gesehen? Man fliegt einfach auf Glurak. Boah, Galoppa sieht richtig schön aus. Ja, aber... Oh mein Gott, bitte willst du dich aufhören, dich zu bewegen? Man fliegt einfach auf Glurak, Freunde. Das ist richtig geil. Aber schade, dass man... Ja, es ist logisch, natürlich, man ist in der Luft, da kann man natürlich nicht die Pokémon unten angreifen. Oh. Man muss halt immer absteigen oder so. Ja, egal. Aber ey, Galoppa sah geil aus, ne? Aber Galoppa... Mach ein bisschen langsam, bitte. Ich habe keine Lust, links und rechts wieder mich zu verwerfen. Ah, wir nehmen mal Hyperbälle auf jeden Fall für Galoppa. Und dann versuchen wir mal unser Bestes. Ah, okay, war gar nicht mal so schlecht. Galoppa... Geil, Freunde, Shiny Galoppa sieht richtig geil aus. Oder Shiny Ponita an sich. Ja, ja, mach langsam.
Aber das mit Glurak war geil. Das mit Glurak war geil. Ich habe jetzt keine Lust, also ich werde jetzt trotzdem nicht auf Glurak immer fliegen, weil ich habe keine Lust da immer dann Glurak ja, aus in sein Pokémon wieder zu holen, um ein Pokémon zu begegnen oder an sich. Aber so kann man halt legit alles überfliegen, so Gegner und sowas, ne? Oh ne. Mal langsam jetzt. Also später kann ich es mir recht angenehm vorstellen, wenn man eh quasi das meiste gemacht hat im Spiel. Oh lol. Aber, hör auf! Es flieht jetzt. Ciao. Ich warte nur darauf, dass es flieht, ne? Ich warte wirklich nur darauf, dass es flieht. Oh mein Gott. Ich warte legit darauf, dass es flieht. Ich habe so keine Hoffnung eigentlich. Ja, ciao, war schön. Es ist ein scheiß Hyperball, geh da rein. Aber es hat gute WP, über 1000. Was für Level hatten das eigentlich gehabt? Ich habe gar nicht drauf geschaut. Aber geil, Galopper. Wildes Galopper einfach. Alpolle 34, nice. So, und zwar haben wir jetzt einen Galoppe gefangen. Sehr schön. Boah, wie majestätisch. Schaut mal. Schon geil. Wieso haben wir nicht die Größe? Und Gewicht haben wir. Cool, Galoppe ist echt cool. Boah, Schiller. Was ist das, was da fliegt? Oh, ah, ist ein Windrad. Oh, Bonita, wie süß. Nein. Wie süß. Hier kann man sehr gut wahrscheinlich Bonita shiny hunten. Ah, geil. Wie nett. Wie süß. Psst. Psst. Nice. Geil, 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 geil. Bonita. So, Dele. Da war ein Shillock, ne? Ja, den bekämpfen wir gleich. Ich finde das cool, dass die Trainer ihre Pokémon neben sich haben und dann weißt du, okay, gegen das Pokémon kämpfen wir logischerweise. Oh, wir müssen aber ein Statement setzen. Ey, komm, wir tun auch. Wir packen auch unser Shillock raus. Let's go, Shillock, komm. Du bist kurz vor der Entwicklung. Jetzt, das will ich sehen. Komm. Bist du bereit, mein Freund? Was? Ich höre so... Und nur einfach ein Evoli. Ja, komm, dein Pokéball. Falsche Edition, aber komm, dein Pokéball. Korrekt, also hier fängt man dann... Was ist das für eine Route? Route 16? Ich weiß gar nicht mehr. Aber hier fängt man Evoli. Sehr schön. Und da können wir natürlich auch entwickeln, Evoli, ne? Also wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir 3 Evoli hier fangen könnten. Sehr schön, das ist cool. Dann holt es natürlich Flamara, nach Flamara Blitzer und Aquana gehen ja momentan nur hier. In Pokémon, let's go. Geil! Evoli! Das ist cool, ey. Das ist echt cool gewesen. Ja. Cool. Schillock, was los? Bitte? Nice, dankeschön. Ich hab, ihr habt mir auch gesagt, wenn Pikachu mit seinem Schweif wedelt, das weiß ich auch. Wow, Dodu! Hä? Ah, das... Was? Ist es so schnell oder was? Hey! Das weiß ich auch, dann heißt es, dass in der Nähe ein Item ist. Aber es fällt mir nie auf, Freunde. Ich achte kaum auf Pikachus Schweif. Es fällt mir nie auf. Nie. Wirklich. Wäre besser, wenn Pikachu so irgendwas von sich geben würde. So wie gerade Shillock zum Beispiel. Aber gut. Ey, geil, 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 geil. Komm, Shillock, jetzt kämpfen wir gegen Shillock da oben. Und dann sollst du auch demnächst Level 36 erreichen. Yeah. Boah, geil. Toter Glurak und Bisa Floor. Richtig geil. Ich finde das so genial, dass die Pokémon einfach auch so Ort sind. Jetzt komm mal. Ja, doch, meinst du nicht? Ja, jetzt pass auf. Ah, oh, das wäre geil, wenn nach dem Kampf Shillock sich zu Totok entwickelt. Ich würde es feiern. Trainer Markus, der ja, lass mal das zeigen, komm. 3 Pokémon hat das. Oh, okay. Hat er alle 3 oder was? Shillock!
Ja, jetzt geht's ab, Freunde. 1v1. Oh, es ist aggressiv. Level 40? Ja, ihr merkt schon. Wir fangen halt übel wenige Pokémon. Aber es wäre nicht verkehrt. Weil es ist schon fetter. Wow, der kann Surfer. Schon fetter Unterschied im Level gerade. Schlock, das ist dein Test. Wenn du jetzt gegen Schlock gewinnst, Level 40, dann, mein Freund, dann hast du verdient, dich zu Turtok zu entwickeln. Let's go. Surfer haben die gar nicht gemacht. Olle. Aber ja. Nicht sehr effektiv. Komm, Schlock, ich glaube an dich. Ja, es ist halt der Classic A-Button gesmashed jetzt. Apropos Smash. Smash kommt einfach demnächst schon. Oh mein Gott, ich freue mich so auf Smash, das glaubt ihr gar nicht. Smash habe ich eventuell auch vor, dass die den Story-Modus zu Let's Playen, aber danach wird total eskaliert auch in den Streams mit Smash. War ein Volltreffer oder was? Nee. Sherlock? Oh nein, stopp, 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 stopp. Alles gut, alles gut, alles gut. Nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Wir haben nämlich, glaube ich, Scheiße. Nein, wir haben keine Tränke mehr. Ah, das ist Müll jetzt. Das ist schade. Ich hätte echt gern gehabt, dass mein Sherlock ihn besiegt hätte. Hätte ich wirklich gern gehabt. Schade. Ah, was soll's. Ich muss mir Tränke kaufen, auf jeden Fall, Freunde. Auf jeden Fall. Ich merke, dass wir Tränke brauchen. Oh Mann, schade. Schade. Ich hätte es echt gern so gehabt, wie gerade eben. Also, wie ich es gerade gesagt habe. Aber was soll's. Spritzelturbo, let's go. Au. Knogger. Boah, ich finde Knogger so cool. Alola vom Knogger. Die totale Eskalation, Freunde. Die totale Eskalation ist Alola vom Knogger. Hoffentlich können wir uns noch eins ertauschen, aber sicherlich. Ich hätte echt Lust auf ein Alola vom Knogger in meinem Team. Ja. Jetzt schluckt er sich nice, nice. Magneton. Jetzt kommen die Sardon. Zeig mal, was du drauf hast. Also, die Sardon ist so als Klugach auf Japanisch. Die Sardon. Charizard auf Japanisch. Charizard. 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 Whatever. Magneton. Jetzt kommt doch mal, wer schneller ist, ne? Sag mir, wer ist schneller? Ich. Es sei einfach nur Glut so, weil es macht kaum Schaden, auch wenn es effektiv ist. Wir brauchen Flammenwurf. Du musst dir. Ja, selber schuld, ganz ehrlich. Du musst dir Flammenwurf beibringen, mein Freund. Was soll ich dir sagen? Oh mein Gott. Ah, oh, ist scheiße. Es ist scheiße so. Ohne Spaß, ist scheiße so. Nee, es ist echt scheiße so. Ohne Flammenwurf bis jetzt. Man merkt es einfach, man merkt es einfach. Olle! Komm, kriegst du noch ein Belieber. Believe it! Ich hoffe, du bist schneller und ich hoffe, du machst gut Schaden. Boah, Lichtkanone. Oh, warte mal, sollte sehr effektiv sein. Oder? Nee. Ah, weiß nicht. Wir sind zwar. Was hat Lichtkanone? Wir sind zwar. Nee, okay, okay. Müsste ich mal nachgucken. Weil wir sind zwar Eis und Stahl. Und wir wurden gerade von der Stahlattacke getroffen. Weil Stahl ist sehr effektiv gegen Eis. Aber es ist nicht immer so, dass wenn man trotzdem denselben Typus hat, dass es dann nicht sehr effektiv ist. Muss ich einfach mal nachgucken. Aber ist schon nicht dran, also denke ich nicht, dass es sehr effektiv ist. Aber es hat trotzdem gut Schaden gemacht. Kommt immer so auf. Kommt immer auf die Typen-Kombo an. Genau. Ja, jetzt kriegen wir aber Turtok. Nice. Nice, 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 nice. Let's go, Turtok. Geil, Freunde, geil. Wow, was für eine Kante! Was für eine Kante, du!
Totox ist einfach wie ein Türsteher so, ne? Krass. Totok. Ja, es freut mich. Schau mal, wie es Totok läuft. Im ersten Film hieß, glaube ich, der Totok von dem einen... Wie hat er denn genannt? Panzerschrott? Panzerschrock? Schock oder irgendwie sowas? Ja. Bonita! Dodi, Dodi. Dodo natürlich. Ich hatte Dodi, Dodri und Dodo im Kopf. Lass mal, ich fange mal auf den Weg, fange ich einfach mal ein paar Pokémon, so sag ich mal. Aber Hyperball für den, ja, whatever. Aber es macht schon was aus, Pokémon zu fangen, Freunde, wegen dem Level. Wegen den Erfahrungspunkten. Ja. Ich sag mal so winzige und riesige Pokémon nehme ich mir mal vor, auf jeden Fall zu fangen. Einfach damit ihr gut Erfahrungspunkte bekommt. Schaut mal, es macht echt was aus. Nice. Pikamau. Okay, sehr schön. Dodo. Totok. Wie geil ist aus mit Totok? Ohne Spaß. Oh, da hat eine Rasaf. Noch ein Dodo. Nice. Zur Seite gedreht habe ich ihn. Komm du mal jetzt, du Punk. Sei ein Rebell, wie die. Oh, hallo. Oh, Alter, unsere Pokémon sind alle am Abkratzen. Das gibt's doch nicht. Komm schon, eine Kerte, der muss doch überleben, Mann. Soll ich mal Step-Attacke? Komm schon, echt. Dieser Flo! Oh, ich hätte Megatausend Saugers machen sollen. Ja, egal. Pikachu einfach so im Anzug, wie nett. Pikachu! Ah! Ich hätte die Flugattacke mal testen sollen. Die haben wir gar nicht, die haben wir nie ausprobiert. Schau wieder, Captain. Let's go. Und wie sieht das aus? Olle! Ah! Wie denn? Alter, aggressiv! Geil! Ja, das war cool! Raus mit dir, komm! Zack, raus, aber schnell! Jetzt Glurak, Totok eigentlich besiegt, aber der Stern, ja. Oh. Das ist traurig, das ist echt traurig, so. Es tut einem schon weh, wenn man sowas sieht. Hat's rechts noch einen Trainer? Sicherlich eigentlich. Sonderbonbon, okay. Oder hat es da niemanden gehabt? Nee. Okay. Oh! Oh, ich wusste es. Das hört sich doch irgendwas anders an. Dodri, krank. Obwohl wir schon ein... Oh, nee. Wo wir schon eins hatten, glaube ich. Oder eins gefangen haben, ne? Ja, ich glaube. Ja, ja. Oh, hey, nein! Jetzt bin ich gespannt. Warum? Sag mal, ist das einfach fabelhaft.
Knapp, knapp, knapp. Nice. Oh, mach, guck mal, 528 für einen Fang. Macht schon gut was draus, um ehrlich zu sein. Achso, gegen nie wird's ja kämpfen, da oben eigentlich. Ey, du. Hm, was? Oh, entschuldige, ich bin wohl weggedrückt. Achso, Trainercoach. Ja, ja, komm, lass mal Kämpfer. Douglas? LOL! Oder Douglas halt in dem Fall. Oh, Ibitak. Ich weiß, by the way, nicht, ob man auf Ibitak fliegt oder ob es wie Tauboss neben einen fliegt. Oh, jetzt. Wir opfern mal kurz Apollo. Schieben mal einfach den rein, um unsere Pokémon rein und raus zu holen dann. Oder einzutauschen quasi. Weil Tränke habe ich keine mehr. Boah, Schnabel. Oh, der ist überlebt. Au! Okay. Genau, wir werden nämlich zwischenwechseln. So, bam. Oh nein, ich wollte Donnerblitz machen. Aber egal, Donner passt auch. Geil. Aha, ja, ja, war gut, alles gut. Bibo! Ja, kämpfen wir einfach weiter, let's go. Oh, aggressive Attacke von Bibo. Mega Bibo ist geil, Freunde. Kennt ihr Mega Bibo? Wie sie Mega Bibo aussieht? Ich finde richtig geil. Zum Beispiel hier. Bibo. Was? 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 Keiner weiß, Alter. Wie aggressiv sein Bibo ist der Mann. Sandama. Ja, die sind vor, die haben schon ein gutes Level. Ich werde es so machen, dass ich nach den Parts meine Pokémon in den trainieren werde. Damit ist es im nächsten Part ein bisschen angenehmer. Genau. Schlagbohrer. Oh, wie krank. Aber die Animation von der Attacke ist geil. Das haben die geil gemacht. Vom Schlagbohrer. Aua. Okay. Wir haben nur noch Bisaflor und Glurak so. GG. Was gibt's für ein TM? Schlagbohrer wusste ich doch. Hat er nämlich auf A reingesetzt. Okay. Gibt's hier noch Gegner? Dodu. Silberne Saranabären, okay. Wow, silberne. Hey, war da gerade nicht ein Pokémon? Oder habe ich irgendwas übersehen? Keiner weiß. Wahrscheinlich was übersehen. Oh! 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 Was? Chanira! 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 Okay, aber du machst mal auch mal langsam, bitte, Lady. Mach mal auch bitte. Ja, guck mal, wie es wohin das Ding geht. Chanira! Oh, lol. Oh, nice. Sehr schöner Wurf. Weil ich bin mir sicher, dass Chanira eigentlich ein eher seltenes Pokémon ist, also nicht immer oft auftaucht. Chanira! Oh, hör auf.
Nein. Oh! Kannst du auch bitte in die Mitte kommen oder so? Komm, Schwarzschanäre. Komm. Oh. 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 Nice. Nein! 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 Lass es! Oh mein Gott. Wenn nicht der, welche dann, ne? Nein! Jetzt haut er ab. Muss ich irgendwann halt nochmal sinnlos hier ankommen. Und Chanera fahren. GG. Oh, echt, echt. Muss das sein. Chanera, ohne Spaß musste das sein. Oh. Musste das sein, Chanera, ohne Spaß, ey. Evelyn, lol, Jungle, komm, Jungle. Raus mit dir. Pokémon-Weg, der geht schon langsam, Mann. Der Lachen reißt nice. Evelyn, Ade, Wasche. So. Oh, der ist zu blick. Kokofei. Kokofei. Mirapla. Kokofei. Mirapla. Kokofei ist auch. Der ist cool. Aluna Form Kokofei ist am Arsch, Alter. Kennt ihr Aluna Form Kokofei? Aluna Form Kokofei. Oh, Level 40 auch wieder. Oh je. Ah, wir brauchen eine viel, viel stärkere Feuerattacke. Ja, wow, das war's. Wir haben nur noch Bisaflor. Einfach verlieren. Es gibt so nicht gegen NPC verlieren. Wann? In welchem Jahrzehnt? Wo bin ich angekommen, dass ich gegen NPC verliere? Ja, ein Pokémon Let's Go Pikachu, weil man hier Pokémon fangen muss, um zu trainieren. Genau das. Genau das ist es. Oh, Loch Jesus. Ja. Genau das. Einfach 1820 Dragonstones verloren. Krass. Ich wurde einfach besiegt von einem NPC. Das ist mir so lange nicht mehr passiert. Es ist mir so lange nicht mehr passiert. Aber es liegt einfach daran, weil man diese Pokémon trainiert, indem man andere fängt. GG, ganz ehrlich, GG. Aber gut, Freunde, machen wir für diesen Part mal Schluss. Dann tue ich mal aufstehen, meine Pokémon ein bisschen trainieren, weil so hat es dann. Das nimmt dann echt. Nimmt dann einen unschönen Weg, sag ich mal. Das kratzt schon an mein Ego, möchte ich sagen, mein Pokémon-Trainer-Ego. Aber Freunde, dann sehen wir uns auf jeden Fall ab hier im nächsten Part. Wir gehen natürlich dann wieder in zum Pokémon-Weg. Klatschen da Kokowai oder die Trainerin, was auch immer da war. Die waren auf jeden Fall auf uns im nächsten Part. Wir sehen. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, ja, gib mir ganz ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, Freunde. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.